Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, euch heute eine neue Episode aus Sci-Fi and More darzubieten. Und zwar geht es heute um einen Roman von Andreas Eschbach, NSA. Und neben unserer lieben Gabi darf ich euch auch Evelyn vorstellen, die dritte im Bunde. Sie wird ja verschiedene Fragen einwerfen. Wir freuen uns sehr auf Evelyn. Ich grüße dich. Ja, danke, Markus, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in Medias Res. Es handelt sich hier um einen Wälzer mit stolzen 800 Seiten. Ich habe ihn nicht gelesen, das gleich vorweg. Das hat unsere fleißige Gabi getan. Und ich glaube, du bist begeistert. Ich fand das Buch super, muss ich ehrlich sagen. Gabi, erzähl uns ein bisschen über die Handlung. Ich muss gestehen, ich kenne von Andreas Eschbach nur das Jesus-Video. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gelesen. Deswegen bin ich gespannt auf die Zusammenfassung dieses Romans. Ich glaube, der wurde 2018 veröffentlicht. Aber ich lasse mich jetzt nicht festnageln. Bitteschön. Also grundsätzlich ist ja wichtig, dass ich jemand bin, der nicht in der Science-Fiction-Szene so tief verankert bin wie du. Das heißt, ich konnte einfach mal ein Buch zur Hand nehmen, was mir empfohlen wurde. Mensch, mal was anderes. So bin ich rangegangen und mir hat's sehr gut gefallen. Also, man kann sagen, es spielt grundsätzlich in der Nazi-Zeit. Es spielt so zwischen 42 und 45, vielleicht noch etwas danach. Also es gibt schon das Internet, das gibt's weltweit. Und ein Handys gibt's. Es gibt einfach ein paar technische Errungenschaften, die es erst später gab. Zum Beispiel auch so banale, mehr oder weniger banale Sachen wie die Waschmaschine. Mhm. Oder diese Technik erleichtert es den Nationalsozialisten, ihr Unwesen zu treiben. Diese Schreckensherrschaft Unwesen klingt viel zu banal, ihre Schreckensherrschaft auszuleben. Sie sind also in der Lage, durch die technischen Möglichkeiten leichter zum Beispiel versteckte Menschen aufzuspüren. Durch die Technik, es gibt kein Bargeld mehr, ganz besonders wichtig, ich kann ja kleine Beispiele vielleicht bringen, ist es ihnen möglich zu sehen, wenn jemand kontinuierlich eine Familie mit 4 Köpfen hat, aber Kalorien für 6 Köpfe kauft, kann so ermittelt werden, wer vielleicht noch Juden oder sonstige Menschen versteckt, die vom Nationalsozialismus verfolgt waren. Was mir an dem Buch sehr gut gefallen hat, das Buch hat natürlich eine Liebesgeschichte drinnen, die etwas cheesy ist, wie man heutzutage sagen würde, und verwendet aber, und das finde ich ist die große Kunst, in dem Buch wird die Sprache der 40er verwendet, so wie man sie jetzt aus Filmen kennt, nicht der hohen Literatur, ja, ich rede jetzt nicht von Thomas Mann oder anderen Exilliteraten. Aber ich würde sagen, mir kommt es so vor, als wenn das Buch die Alltagssprache der 40er verwendet und dabei diese neuen Techniken einfließen lässt. Und in diesem Rahmen wird die Geschichte erzählt. Interessant ist auch, dass zwar die Technik vorangeschritten ist, aber die gesellschaftlichen Strukturen sind nicht mitgezogen mit der Heutezeit. Also das heißt, eine Frau ist noch primär dazu da, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Die Männer sind die Staatsleitenden und Lenkenden. Ja, ich darf vielleicht mal ganz kurz einhaken. Das ist eine hochinteressante Stelle. Ich habe mir so ein bisschen Überblick verschafft, ohne jetzt das Buch gelesen zu haben. Es werden ja auch diese, sag ich mal, typisch deutschen Begriffe verwendet, Weltnetz für Internet. Ja, was ja so am deutschen rechten Rand bis heute üblich ist. Also Germanismen, man vermeidet die Anglizismen. Der Computer wird mit K geschrieben, ein Computer, ja. Es gibt auch tragbare Telefone, zwar noch keine Handys, aber man kann sagen, so eine Vorstufe. Habe ich das richtig verstanden? Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Wortschatz aus dem rechten Rand her stammt und dort noch verwendet wird wie Weltnetz, aber das sind genau die Begriffe, die verwendet werden. Die Hauptfigur ist auch zum Beispiel eine Strickerin, eine Programmstrickerin. Heute würde man wohl sagen, eine Programmiererin. Ja. Und genau das ist so die Sprache, aber auch von der Bekleidung her, von der, ich möchte fast sagen, von der Gestik, von den Bewegungen des Buches. Auch das lässt alles die gesellschaftlichen Ereignissen, zu denen man hingeht, die
Abendessen, die man einnimmt, das ist alles noch nicht, man geht nicht in Clubs oder Diskotheken oder so, nein. Man hat noch diese alten Tanzveranstaltungen und sonstiges. Und genau das, das ist das Interessante dran. Obwohl die Technik in unserer Zeit ist, ist die Sprache und die Mentalität und die Gesellschaft in der damaligen Zeit. Und das nicht nur aufgrund des Nationalsozialismus, sondern auch soziale Strukturen, die sich daraus ergeben, sind genau so gestaltet wie zur damaligen Zeit. Ja, auch das so eine Programmstrickerin, dass das eben ein klassischer Frauenberuf ist. Ja, das ist ja quasi den Frauen vorbehalten oder in diese Rolle werden sie gequetscht. Ja, genau so wird es auch im Buch geschrieben, was ich ganz interessant fand. Wieso gibt man den genau die Programmstreckerin als Frauenberuf aus, so wie die Krankenschwester oder heutzutage Krankenschwesterpflegerinnen und sonstiges? Und man hat halt diese Programmstreckerinnen. Als etablierten Frauenberuf stellt man ihn dar. Was ich auch ganz wichtig finde an dem Buch, oh, schon wieder Datenschutz, so geht's mir. Also immer wieder denke ich mir, ach, der Datenschutz. Ach, jetzt muss ich das noch anklicken wegen am Datenschutz und so weiter. Und was dieses Buch aber mir persönlich deutlich gemacht hat, wie wichtig der Datenschutz eigentlich ist. Weil eines ist klar, und das zeigt das Buch auf, ich würde sagen, alle 20 Seiten in kleinen Szenen. Wenn unsere Daten in die falschen Hände geraten, wenn sie in diktatorische Regime oder sonstiges geraten, dann ist es aus mit uns. Also das heißt, das fand ich auch brutal wichtig. Egal, ob nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Es gibt auch einen Einzeltäter, einen Verbrecher in dem Buch, der heute genauso vorkommen könnte wie damals, der sich über das Computersystem, über das Weltnetz und über das Amt, in dem er arbeitet, Daten verschafft und damit anfängt, Frauen zu erpressen, die er dann missbraucht. Also gruseligste Auswirkungen hat diese Verletzung und der Daten. Evelyn. Ich habe eine Frage an dich und zwar, ich möchte gerne wissen, wie du dich beim Lesen des Buchs gefühlt hast. Also hat es dich irgendwie beengt? Hast du dich unwohl gefühlt? Was für Emotionen hast du eigentlich dabei empfunden, je weiter du auch im Roman fortgeschritten bist? Es ist fürchterlich beengend. Es ist so grausig und menschlich. Also Das ist eine gute Frage. Warum liest man sowas dann überhaupt? Ja, das Buch ist ein klassischer Page-Turner. Du willst wissen, wie es ausgeht. Aber es sind Niederungen der Menschen, die unglaublich sind und die in dem Buch immer wieder geschildert werden. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und diese jetzt natürlich in Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Schreckensregime. Aber auch genauso Alltagsgrausamkeiten, die eben dieser Einzelverbrecher, den ich gerade erwähnt habe, begeht. Und ganz wichtig ist auch, es wird gut geschildert, wie schlimm es für den Einzelnen ist, unter einer ständigen Beobachtung zu stehen. Ich kann ja keinen Schritt mehr vor meine Haustüre machen, ohne dass ich nicht beobachtet bin. Sei es, ob jemand weiß, ob ich mir einen Kaugummi am Eck kaufe, ob jemand weiß, dass ich 2 Bier trinke oder 4 Päckchen Butter kaufe im Supermarkt. Ich bin von A bis Z beobachtet. Ständige Kontrolle, ständige Angstleben. Richtig. Was wird passieren, wenn ich A mache oder B tue? Das kam dann gut in dem Roman auch raus. Super. Das kommt super raus. Sogar die Handys können getrackt werden, was ganz interessant macht. Wenn sie ihr Handy zu Hause liegen lässt und mit dem Fahrrad, dann hat sie etwas mehr Freiheiten, als wie wenn sie das nicht tut. Aber natürlich kommen dann auch bald die Technologien von Bilder, Videoaufnahmen an öffentlichen Plätzen und so weiter. Das kommt dann mit der Zeit in dem Roman. Auch in dem Roman zur Geltung, wie man diese Probleme umgangen ist. Also was man anders dann gemacht hat dadurch, dass man Schlupflöcher gefunden und gesucht hat. Als Bürger und als jemand, der sich nicht damit identifizieren kann, mit der Überwachung, ja. Das kommt auch raus und es ist extrem schwierig. Und mich hat es dann ein bisschen, es spielt in der, nicht, man darf es natürlich nie parallel setzen, es spielt in einer Schreckensherrschaft. Aber mich hat schon immer wieder an Menschen, die sagen, ja, meine Daten, das spielt doch für mich keine Rolle. Ich habe ja nichts zu verbergen. Und das ist äußerst interessant, dass es darum überhaupt nicht geht. Es geht darum, wie, das ist eine ganz, ganz gute Frage von dir. Ich habe es mir jetzt gerade mit dem Kopf gehen lassen. Ja, es ist die Beengung, wenn ich keinen Schritt mehr tun kann, wenn ich nichts mehr machen kann, ohne dass es mich, wie wenn jemand eine Kamera in mein
in mein Haus gebaut hätte oder vor meine Haustüre. Und es ist sehr interessant. Genau so ist es. Diese Beklemmung der ständigen Beobachtung. Ja, genau das. Eine Art der Beklemmung sein, immer Fehler zu machen. Dieses immer durch den Kopf gehen lassen, was kann ich überhaupt tun und was für Fehler können dadurch entstehen. War das auch ein Thema in dem Roman? Ehrlich gesagt, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob das nochmal Thema in dem Roman ist, weil die einzelnen Personen teilweise mit, teilweise, sag ich mal, gegen das Regime agieren. Aber als Leser ist einem dann jederzeit natürlich bewusst. Ich finde, das ist ja immer so die allgemeine Frage des Nationalsozialismus. Wie hätte ich mich verhalten, wenn? Und man, also ich persönlich denke immer, nein, das hätte ich alles nicht gemacht und ich hätte mich auf die Seite der Guten gestellt. Und dann ist ja die zweite Frage dahinter, wie hätte ich anderen geholfen, wenn ich weiß, und hätte ich anderen geholfen, wenn ich weiß, es kann mich selber ins Konzentrationslager bringen. Und das ist vielleicht genau das, ich kann nicht Menschen verstecken, wenn jemand kontrolliert, wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Ich kann nicht Verstecke bauen, wenn, das kommt auch in einem Buch vor, wenn jemand kontrolliert, ob ich Baumaterialien gekauft habe und was ich damit wohl gemacht habe. Das ist genau die Frage. Wird der Mensch, der noch geholfen hat, wäre der komplett aufgeflogen? Deshalb, damals sind ja schon viele aufgeflogen, aber wie wäre es heute? Ja, genau, diese Gedanken macht man sich natürlich auch. Diese Verzweiflung, es ist eigentlich Verzweifeln, es ist zum Verzweifeln, also die lebt man mit. Also ich finde es unheimlich interessant und werde auf jeden Fall den Roman auch lesen. Zwei Dinge fallen mir jetzt spontan ein. Man muss ja bedenken, schon die Nazis kannten sogenannte Hollerith-Systeme, also Rechenmaschinen, die, ja, man kann sagen, eine Vorform des Computers waren. Auch der Computer war ja damals eine deutsche Erfindung von Zuse. Und die Lochkarten, mit denen diese Maschinen gefüttert wurden, die kamen von IBM, also einem amerikanischen Traditionsunternehmen. Der IBM-Leiter, der Gründer, der Founder, das war Thomas J. Watson, ja, der mit den Nazis durchaus sympathisiert hat. Man weiß zum Beispiel, diese Hollerith-Maschinen, und das ist ein historisches Faktum, befähigten das Statistische Reichsamt herauszufinden, wie die sogenannte Judendichte, so nannten sie das, in Berlin war. Man konnte also berechnen, dass zum Beispiel Charlottenburg der Bezirk mit den meisten Juden war. Also ich sehe da schon gewisse historische Vorläufe. Also man sieht, das alles ist gar nicht an den Haaren herbeigezogen. Also das finde ich jetzt sehr interessant, weil das wusste ich schlichtweg nicht, dass man schon so weit fortgeschritten war mit der Datenverarbeitung damals, mit der automatisierten Datenverarbeitung, besser gesagt, dass wir Deutschen leider sehr gute Listenschreiber sind und dass man ja sehr, sehr viel dokumentiert hat und eigentlich jeden Pups zur damaligen Zeit auch an Schreckenstaten dokumentiert hat, was dann vernichtet wurde. Das wusste ich, aber mir war nicht bewusst, dass eine automatisierte Datenverarbeitung schon so weit vorangeschritten ist. Aber eines ist völlig klar, wenn es die Möglichkeit gibt, Daten zu ziehen, dann tut es das Schreckensregime, dann tut es ein Diktator. Ich meine, das ist ja nicht so weit weg von China, wo wir auch Plus- und Minuspunkte haben, wo es auch kein Bargeld mehr gibt. Man kann Bargeld sowieso nicht mehr zahlen, man kann kaum mehr mit Kreditkarte in China zahlen mittlerweile. Also man hat die Zahlsysteme und Sonstiges. Also wir sind nicht so weit weg. Der Vergleich mit China, der hat sich mir jetzt auch aufgedrängt. Und was auch interessant ist, dass sich jetzt hier ein deutscher Autor daran so stark abarbeitet. Also es gibt ja gerade in der Science Fiction gibt es ja eine ganze Stilrichtung, die sich eben mit Alternativweltromanen unter dem Nationalsozialismus beschäftigt. Gerade in der angelsächsischen Science Fiction spielt es eine ganz große Rolle. Man denke an den berühmtesten von allen, The Man in the High Castle von Philip K. Dick. Ja? Mhm. Man denke an Fatherland von Robert Harris. Man denke an SS Great Britain von Len Dayton. Die sind alle auch verfilmt worden. Ja? Und was ich interessant finde, dort gewann das Dritte Reich eigentlich den Zweiten Weltkrieg entweder durch die Atombombe oder durch Raketensysteme oder durch beides. Also dass jetzt hier speziell ein deutscher Autor jetzt das Internet sich mal vornimmt oder den Vorläufer, ja, und damit den Machterhalt, ja, oder vielleicht auch den Machtgewinn der Nazis begründet, finde ich faszinierend. Und man sieht ja, das ist durchaus nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich überlege gerade, ob den Machterhalt so weit
gehen wir gar nicht. Also es sind eigentlich keine Wahlen, soweit ich jetzt weiß, gibt es keine Wahl in dem Buch oder sonstiges, sondern es geht wirklich um die Tyrannei der eigenen Bevölkerung. Die Kontrolle, und, Kontrolle kann man sagen. Genau, Tyrannei ist Kontrolle. Naja, Kontrolle kann man auch schaffen durch Regeln und Normen, aber das, was sie machen, ist Tyrannei. In allen besetzten Gebieten natürlich auch. Und es werden auch Beispiele gebracht aus Holland und so weiter, ja, wie sehr man dieses einsetzen kann. Und ganz wichtig ist auch, dass jeder seinen Beitrag, ob er möchte oder nicht, also jeder, der dann an so einem Programm mitarbeitet, vielleicht seinen Beitrag dazu leistet. Daran scheitert auch die Protagonistin in dem Buch. Auch sie ist eine Strickerin. Auch sie macht mit und findet ihre Arbeit extrem faszinierend. Sie freut sich auch, das ist nahezu emanzipatorisch. Sie freut sich, dass sie arbeiten kann. Sie möchte nicht als Hausfrau und Mutter landen und merkt aber dann selber, an was sie mitgearbeitet hat. Also das ist irrsinnig interessant. Auch sie selber findet langsam heraus, für was die Programme, die sie macht, verwendet werden können. Wir sind nicht am Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern wir sind schon noch während der Herrschaftszeit und so weiter. Und das Spannende an dem Buch ist auch, man weiß wirklich bis zum Schluss nicht, wie es ausgeht. Und das werde ich auch sicher nicht sagen, weil das ist ganz interessant, wie er da mit teilweise verdrehten historischen Fakten spielt, dass er zum Beispiel wahre Geschichten wie Anne Frank oder die Weiße Rose in München hinzunimmt, aber etwas leicht abändert, sodass die Spannung, erst habe ich mich geärgert, ja, ich dachte, was soll denn das jetzt, warum macht er denn das und warum macht er das? Nee, er versucht einfach die Spannung aufrechtzuerhalten. Nein, ich denke, spoilern wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen jedem raten, diesen Roman, ja, dieses wichtige Buch zu lesen. Ich persönlich freue mich, dass hier auch mal ein deutscher Science-Fiction-Autor sich an dieses heiße Eisen herangetraut hat. Mir fällt immer wieder auf, ja, man könnte jetzt die These in den Raum werfen, der Nationalsozialismus war an sich Science-Fiction, die nie hätte wahr werden dürfen, ja. Also ich sag mal, dieser perverse Gedanke an ein tausendjähriges Reich, dieses völlige Abstreifen von Humanität und Moral, aber auch diese Technikaffinität, die ja sehr stark da war, ja, zeigt eben, dass man es hier mit einer ganz besonders gefährlichen, ja einmalig gefährlichen, menschenfeindlichen Ideologie zu tun hatte. Ich sehe das ehrlich gesagt anders. Ja. Ich glaube nicht, dass die Technikaffinität zu einem Übel führt. Also das glaube ich nicht. Und das sagt auch der, das, ich finde, das ist auch jetzt keine Aussage von dem Roman. Technikaffinität per se führt nicht zu einem Übel. Das kann zu Heilung von Krankheiten führen. Das kann unsere, vielleicht sogar unsere, ich sag mal, unsere Problematik der Veralterung der Gesellschaft vielleicht lösen, wenn wir einen guten Pflegeroboter haben. Das ist nicht das Problem. Die Technik an sich, der würde ich nicht die Schuld für irgendwas geben. Ich denke, das Problem ist der Mensch, der die Technik bedient und geschaffen hat. Das Problem ist, denke ich, wenn die Technik Hand in Hand geht mit einer menschenfeindlichen Ideologie, die ein tausendjähriges Richtig. Reich begründen will. Das ist das Problem, ja. Genau. Ich bedanke mich sehr für eure Eindrücke und ja, vielleicht machen wir noch eine kurze Schlussrunde. Gabi, was würdest du jetzt unserem Lesepublikum, unserem Hörpublikum empfehlen? Für mich selber war das Buch eine Erfahrung, mal was zu lesen, was ich so nicht mir selbst ausgesucht hätte. Das ist wirklich, mir ist das zugeflogen und das hat unglaublichen Spaß gemacht für jemand, der gerne viel liest und der dieses, ich sage ja dieses Page-Turning, oh Gott, es geht weiter, dieses sich fesseln lassen. Dafür ist das Buch sehr gut. Das Buch hat sehr kitschige, cheesige, sag ich mal, Momente. Ich würde jetzt auch sagen, man könnte sprachlich schon noch, es gefällt mir, wie ich sagte, diese alte Sprache, aber man könnte es schon noch etwas intellektueller gestalten. Das hat mir vielleicht an manchen Stellen ein bisschen gefehlt. Da war es mir dann tatsächlich zu trivial. Aber im Großen und Ganzen, für jemanden, der gerne viel liest und der mal Lust hat, was zu lesen, was vielleicht nicht das, sein normales Roman oder Krimi-Spektrum oder so ist, finde ich es gar nicht schlecht, das Buch zu lesen. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Wie siehst du das, Evelyn? Ich habe total Lust drauf gemacht, es zu kaufen und zu lesen. Danke für den Tipp. Das freut mich. Dann bedanke ich mich bei euch beiden und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Episode von Sci-Fi and More. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de
und viele andere mehr.